Heute hier die Zusammenfassung von der kanarischen Insel Lanzarote, wo wir im Februar waren. Ist die Insel was für uns? Ist sie nicht für uns? Ist sie was für dich? Für wem empfehlen wir die Insel? Für wem empfehlen wir sie nicht? Das alles erfährst du hier in diesem Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ja, Lanzarote, letzte Video hier über Lanzarote. Ich wollte schon immer mal nach Lanzarote. Leider ist Lanzarote von Berlin aus so teuer. Das sind immer so knapp 1.000, 1.500 € mehr, als wenn ich auf irgendeine andere kanarische Insel fahre. Warum auch immer, ich kann es jetzt, da war auch tatsächlich ja nicht nachvollziehen. Auf Gran Canaria waren wir, auf Fuerteventura waren wir, Teneriffa. Und jetzt sollte halt auch mal Lanzarote sein. Ja, angekommen, unspektakulär, der Flug war gut. 5 Stunden sind wir knapp geflogen, Stau hatten wir auch nicht. Da sind wir angekommen auf dem Flughafen Lanzarote. Ganz unspektakulär ist der Flughafen Kleen. Da kannst du auch nicht falsch machen. Haben die Koffer abgeholt und sind dann runter zu Circa, unsere Autovermietung auf den Kanaren. Können wir nur empfehlen, verlinke ich euch unten. Schaut mal vorbei, könnt ihr hier von Deutschland ohne Probleme buchen, stornieren. Da zahlt ihr keine Vorkasse, nicht. Ist alles mit drin, so wie man es braucht. Also guckt da gerne mal vorbei. Ja, dann sind wir im Hotel angekommen, eingecheckt, haben uns erstmal sacken lassen, alle Kaffee getrunken, Abendbrot gegessen. Und dann haben wir gedacht, nächsten Tag geht's los. Frisch gestärkt, ausgeschlafen, haben wir uns auf den Weg gemacht nach Las Gritas. Das sind die Felsspalten auf Lanzarote, die vom Vulkan runtergelaufene Lava, und die haben dann die Erdschichten geformt und da so kleine Gänge gemacht. Also das sieht schon sehr spektakulär aus, muss man sich auf jeden Fall angucken. Aber es reicht auch, wenn man sich da 1-2 Stunden aufhält. Ich glaube, wir waren 1 Stunde da, war auch kein Sonnen- oder Aufgang oder Untergang, von daher lohnt sich das da auch nicht länger zu planen, sondern wir haben uns dann weiter auf den Weg gemacht nach Arrecife zur Hauptstadt. Von Arrecife haben wir schon eine Menge gehört, wir haben einige Bekannte, die lieben Lanzarote, und aber bestätigten uns auch, dass Arrecife jetzt nicht so die Stadt ist, wo man sagt, das ist jetzt typisch spanisches Flair. Können wir damit bestätigen? Dreckig, es macht keinen Spaß. Also ich wüsste auch nicht, was ich jetzt da in Arrecife nochmal sollte. So richtig kannst du da auch nicht machen. Also das war ganz eigenartig. Guckt euch das an, wenn ihr wollt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wart ihr schon mal da? Und wie hat euch Arrecife gefallen? Würde mich echt mal interessieren. Video zu den Felsspalten und Arrecife verlinke ich euch hier oben. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Den Tag danach wären wir schlauer gewesen, hätten wir zusammengelegt, sind wir zum Cesar Manrique gefahren. Das ist diese, ja, in die Natur einintegrierte Wohnung. So hat sich der Mann vorgestellt, wie der Mensch und die Natur im Einklang leben können. Hat er perfekt gestaltet, sieht richtig gut aus. Dazu auch hier das Video, könnt ihr euch angucken, müsst ihr euch angucken. Auch wenn ihr auf Lanzarote seid, das ist ein Ausflug, den müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ihr müsst euch das auch mal da wirken lassen, auch mal kurz stehen bleiben. Also da läufst du nicht einfach nur durch, sondern da musst du auch mal sacken lassen, wie schön das eigentlich alles sein kann. Von da aus könnt ihr gleich anbinden, das ist nämlich da alles um eine Ecke. Da könnt ihr in diese Höhlen von Lanzarote fahren. Die Caves von, hast du nicht gesehen, ich weiß den Namen jetzt leider nicht aus dem Kopf. Da geht ihr runter 50 Meter unter der Erde, da habt ihr eine Führung, alleine könnt ihr da nicht durchlaufen. Solltet ihr auf jeden Fall euch angucken, ich glaube 10er war für einen Erwachsenen oder 15, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Müsst ihr mitnehmen, ist auf jeden Fall ein richtig guter Ausflug, und somit habt ihr wieder verbunden zwei Sachen mit einmal, den Cesar Manrique, ein Stück weiter fahrt ihr in den Höhlen und der Tag ist auch um. Ja, nun frage ich mal kurz meine Tochter, Mia, wie fandst du eigentlich Lanzarote? Also ich fand Lanzarote ganz gut. Nur was ich echt schade fand, dass die Kinder da echt untergegangen sind. Das Einzige, was noch wirklich geblieben ist, war das Meer zum Baden. Mehr gab es jetzt aber auch eigentlich nicht. Und auch das Schwimmen mit den Delfinen oder die restlichen Ausflüge, wie zum Beispiel der Vulkanausflug, der sogar noch aktiv ist. Ja, mehr gibt es eigentlich auch zu der Insel nicht zu sagen. Nur, dass es eigentlich ein Kurztrip sein könnte, weil es nicht wirklich viel dort zu sehen gibt. Und es sieht doch alles gleich aus. Ich gebe mal wieder zurück. Tschüss. Schön, dass du noch dran bist. Das freut mich natürlich sehr. Und du kannst mich damit sehr unterstützen, indem du hier unten den Kanal abonnierst, das Video likest und vielleicht auch noch teilst, damit ich hier ein bisschen mehr Reichweite noch bekomme. Vielen Dank dafür. Damit hatten wir die Hälfte der Woche auch schon um und eigentlich so gut wie fast alle dir sehen. Somit sind wir dann erstmal nochmal in den Timanfaya, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Nationalpark gefahren. Das ist der aktive Vulkan, den man auch hier von Sonnenklar TV und so kennt. Ja, zahlt da eine Menge Eintritt, lohnt sich aber, auch die Natur da ist traumhaft schön. Allerdings war ich sehr erschrocken, wie klein das da alles ist. Verlinke ich euch hier oben das Video zu, könnt ihr euch mal anschauen, könnt ihr mir sagen, wart da schon mal da, gefällt euch das oder gefällt euch das nicht. Mir hat es gefallen.
aber für mich auch kein Grund, nochmal nach Lanzarote zu fahren. Einen Tag später sind wir dann in den Rancho Texas Park, das ist der Zoo von Lanzarote. Da haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut. Wir gehen ja gerne mal in so eine Zoo, uns das angucken. Fuerteventura, der Oasis Park, der ist ja top. Also da kannst du ja nichts gegen sagen. Der Rancho Park, ja, der hat so seine Macken und Tücken schön angelegt, aber in unseren Augen alle zu klein. Für die Tiere ist es jetzt nicht dolle. Auch die Delfine kannst du mit schwimmen. Ja, haben wir gemacht mit unserer Tochter. Aber ganz ehrlich, ich würde das auch nicht nochmal machen. Und natürlich auch dieses Video verlinke ich euch oben vom Zoo. Macht euch euer eigenes Bild. Nach den Ausflügen haben wir den späten Nachmittag ausklingen lassen am Strand. Da haben wir uns nochmal ein bisschen ausgetobt, bewegt oder was auch immer. Die Frau ist meistens schon aufs Zimmer gegangen, ist ja gegenüber vom Strand. Hat schon geduscht und alles gemacht und ich war mit dem Kind noch ein bisschen im Wasser. War auch nötig, sich zu bewegen, ganz da im Auto, da ein bisschen der Ausflüge, da luft man ja auch nicht schnell, das ist ja alles langsam. Also das Kind braucht ja auch mal ein bisschen Auslauf. Von der Temperatur her, ja, es war okay, das Wasser, das war teilweise wärmer wie die Luft. Deswegen ging das auch ganz gut, glaube ich. Wir waren einen Tag in Costa Teguise, da hatten wir traumhaftes Wetter mit Sonnenschein. Das war schon wieder eigentlich viel zu heiß. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Ich weiß nämlich nicht, wie viel ich hier oben schon jetzt drin habe. Von daher könnt ihr alle Videos auch unten nochmal anklicken, falls ihr da Interesse habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch die Videos anschaut. Natürlich, was darf nicht fehlen, verlinke ich euch hier oben, falls es noch hinpasst. Ansonsten auch unten die Videobeschreibung vom Hotel Costa Mar in Puerto del Carmen. Lage... ja, Anbindung, wir hatten Auto, von daher war es Wurst. Aber wie ist das Hotel? Schaut es euch mal an. Vielleicht kann ich euch ja so ein bisschen helfen, den einen oder anderen seine Entscheidung für ein Hotel auf Lanzarote anders zu fällen, wie wir die dann. Die Natur auf Lanzarote ist wirklich top. Empfehlen würde ich diese Insel tatsächlich nur für ältere Leute, die ihre Ruhe suchen, die nicht viel Stress haben wollen. Für junge, aktive Menschen würden wir eher dazu raten, sich eine andere Insel auszusuchen und vielleicht mal so einen 2-3-Tagestrip zu unternehmen. Kannst ja mit der Fähre, mit dem Flugzeug rüber dir Unterkünfte holen. So ein Inselhopping reicht für Lanzarote in unseren Augen komplett aus. Am besten 3 Tage, dann nimmst du alle Hauptattraktionen mit und der Rest sieht ja doch irgendwie alles gleich aus auf Lanzarote. Also Costa Teguise sah aus wie Cala de Oro auf Mallorca. Von daher, ja, das ist alles so weiß und du kommst, jedes Dorf sieht aus wie das andere. Von daher ist kritisch. Ich würde dort nicht nochmal Urlaub machen. Das Einzige, was ich da machen würde, ich würde nochmal in das Cesar Manrique Haus gehen, aber erst wenn ich Millionär bin und das Ding kaufen kann. Also Freunde, danke für das Einschalten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Und da geht es um was ganz Spannendes. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Also denkt dran zu abonnieren. Tschüss, bis bald, sagt euer Norman.